Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Schön, dass Sie dieses Video wieder eingeschaltet haben. Heute habe ich die große Freude, Ihnen eine Münze, die gepaart mit einer Weltkarte was ganz Besonderes darstellt, vorzustellen. Aber wenn Sie mehr dazu wissen wollen, bleiben Sie einfach dran. Ja, schön, dass Sie dran geblieben sind. Ich nehme an, Sie möchten sich das Ganze genau wie ich etwas genauer ansehen und ein bisschen detailreicher ansehen. Die Münze ist hier was Besonderes, weil es eine Weltkarte aus dem Jahr 1626 ist, die auf dieser Münze abgebildet ist. Dazu kommt, dass diese Münze quasi gewölbt ist, ja? Und diese Wölbung, die eben die halbe Weltkugel darstellen soll, auf einer Goldmünze mit einem sehr großen Durchmesser, ist ein technisches Meisterwerk. Alleine deswegen, weil eine Münze, die gewölbt ist, an sich die Formen bzw. die filigranen Prägungen verliert. Und bei dieser Münze ist es ganz und gar nicht der Fall. Dazu kommt noch, dass es eine polierte Platte ist. Also das ist wirklich das Beste vom Besten und dazu noch limitiert auf nur 750 Stücke weltweit. Was es mit dieser Karte auf sich hat, das erkläre ich Ihnen jetzt im Detail. Die Karte basiert auf den Erkenntnissen von Columbus, Drake, Cavendish und Magellan, die quasi im Jahr 1626 schon bekannt waren. Das waren sehr seltene Karten, die jedoch sehr filigran waren. Und ich denke, für alle Weltenbummler, für alle Erlebnis- oder experimentierfreudigen Menschen der Welt, die auch gerne mal rumkommen, ist das was, was in jedem Tresor sein muss oder in der Vitrine, am besten sogar in der Vitrine, denn da haben sie es dann auch jeden Tag vor Augen. So, jetzt genug geredet, ich schaue es mir mit Ihnen gemeinsam an. So, und hier haben wir dann schon die wunderschöne Umverpackung, allein das ist ein Erlebnis, warum es sich lohnt, sich eines dieser Stücke zu ergattern. Die Münze bzw. die Verpackung drumherum, diese Umverpackung, die hat eine leichte Wachsbeschichtung, also alleine die Haptik, ich habe das mit Handschuhen angefasst, weil das was in meinen Augen so Besonderes ist, dass man auch letzten Endes mit Samthandschuhen anfasst. Sollte. Sie sehen hier außen drauf schon die A New Map of the World, Columbus, Drake, Cavendish, Magellan, wie ich erwähnt habe. Das sind eben die damaligen Entdecker gewesen, die zu der Zeit schon große Teile der Weltkarte oder der gesamten Weltkugel besichtigt hatten und von daher aus den gemeinsamen Erkenntnissen ist dann eben die Münze entstanden. Der Jahrgang 2018 ist auf der Münze aufgeprägt, die hat einen Nennwert von 100 Dollar. Geprägt wurde die Münze von der Royal Australian Mint, also der staatlichen Prägestätte Australiens, die wirklich für ihre hochqualitativen Prägungen bekannt ist. Das ist eine Proof-Münze und das Wort Domed Coin bedeutet einfach nur gewölbte Münze. Was haben wir noch? Wir haben im Endeffekt auf der Rückseite nochmal eine kleine Beschreibung, um was es sich bei der Münze handelt, beziehungsweise hier unten dann auch das Herstellerlogo mit drauf und im Hintergrund sieht man dann schon einige schöne Grafiken, die dann entsprechend auch zu dem Zeitalter der Entdeckung passen. Jetzt nehme ich mal raus, was sich hier in dieser Umverpackung befindet. Dann haben wir eine kleine Kartonage, aber auch die wieder sehr edel, sehr filigran mit der Australian, mit dem Logo der Royal Australian Mint. Und hier oben drauf sind sie auch, Australian Government, die quasi dann dafür stehen, dass diese Münzen entsprechend echt qualitativ hochwertig sind und auch von dem Hersteller stammen, wo sie herkommen sollen. Wenn dann der Deckel der Box geöffnet ist, ist es so, dann haben wir hier ein Samttuch, das das Ganze auch nochmal entsprechend würdigt, damit das Holz, das Sie hier drin sehen, auch geschützt bleibt. Es ist ein Hochglanz-Klavierlackholz, das verwendet wurde für diese Box. Was mir besonders gut gefällt bei den Boxen, ich nehme jetzt gerade mal das Holz raus, ist einfach, dass die Verpackung an sich nicht so groß ist, dass sie auch nicht sehr viel Platz im Safe wegnimmt. Goldene Scharniere auf der Rückseite, wirklich was ganz Einzigartiges. So, aber jetzt will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt öffnen wir mal das gute Schatzkistchen und schauen mal an, was wir darin finden. So, das Erste, was Sie sehen, ist wieder ein Echtheitszertifikat. Ich denke, das ist das, was Sie weniger interessiert. Das schauen wir uns im Nachgang an. Hier ist es nochmal, dass Sie entsprechend die Weltkarte sehen, die auf den aktuellen Kenntnissen im Jahr 1626 basiert, woraus dann auch die Münze entstanden ist. Hier auf der Rückseite entdecken Sie auch noch eine kleine Geschichte dazu und man hat entsprechende Informationen, die dann weiterführend sind. Als Quelle dient die National Library of Australia. Also auch hier hat man quasi einen wissenschaftlich fundierten Hintergrund. Und jetzt schauen wir uns aber dann die Münze bzw. die Münze in der Kapsel etwas genauer an. Wow, Sie sehen es, es wird extrem schwer hier einzufangen, wie filigran diese Münze eigentlich ist. So, was Sie hier sehen, ich hoffe, man kann es gut einfangen. Die Münze hat eine Wölbung, wie schon angesprochen, das ist dieser sogenannte Domed Coin. Diese polierte Platte oder der Begriff polierte Platte oder im Englischen Proof, der zeigt eigentlich nur diese spiegelnde Fläche. Das heißt, im Hintergrund sehen Sie vielleicht unseren Kameramann und was auf dieser Münze dargestellt ist, ist im Endeffekt, wie schon erwähnt, einmal eine detailreiche Karte aus dem Jahr 1626, die auch
die Legende von Christopher Columbus und seinen Porträts bzw. seinen Darstellungen darstellt. Die weiteren bekannten Entdecker und auch astronomische Erkenntnisse, die hier mit eingeflossen sind, haben bis ins Jahr 1500 zurück ihre Erkenntnisse. Also das heißt, man sieht auch, wie weit die Menschheit damals schon war, wie viele Details auf der Münze zu erkennen sind. Es gibt hier auch einige Sachen, die dann mit, ich sage jetzt mal, für diejenigen, die sich sowas auch eine gewisse Zeit anschauen, mit einer Lupe gelesen werden können. Hier stehen Inschriften drauf. Ich möchte natürlich denjenigen, die Münze dann auch ergattern, nicht unbedingt die Freude nehmen, dass ich jetzt im Video alles schon genau erkläre. Aber ich denke, Sie sehen schon, das ist was ganz Besonderes, wenn man sich mal die Kapsel ansieht. Die Kapsel ist sehr dick, sehr groß. Die Münze an sich ist auch sehr groß, hat einen sehr großen Durchmesser. Hier auf der Rückseite, also auf der Nennwertseite nennen wir die, haben wir quasi die Queen mit einem Nennwert von 100 Dollar. Wir sehen nochmal Elizabeth II. Und Australien. Und ich glaube, die Münze selbst, dazu brauche ich vielleicht gar nicht mehr viel sagen, ist erstaunlich genug. Deswegen schauen wir uns noch mal kurz die Details an, die im Echtheitszertifikat stehen. Ich habe Ihnen ja schon verraten, dass es die Münze nur 750 Mal weltweit gibt. Ach, vielleicht noch als kleinen Trick, wenn die Münze in ihrer Mulde steckt, gibt es hier so einen kleinen Kippmechanismus. Das heißt, man kann die dann auch aufstellen und sieht auch wunderschön auf dem Präsentationstisch oder in der Vitrine oder auch in Ihrem Safe aus. Zum Zertifikat gibt es eigentlich Folgendes zu sagen. Sie sehen zum einen hier die Garantie vom CEO Ross McDiarmid von der Royal Australian Mint. Sie sehen auf der anderen Seite die 726, das ist die Nummer 726. Dann sehen Sie hier nochmal eine kleine Geschichte, die genau beschreibt, was es mit der Münze auf sich hat. Und auf der Rückseite haben Sie dann die entsprechenden Details, die auch wichtig sind. Also hier unten sieht man den Designer. A. Biagio, 750 Stück, Proof, der Durchmesser 38,5 mm, ist für eine gewölbte Münze nicht selbstverständlich, weil eine gewölbte Münze, die dann auch noch filigran sein soll, im Regelfall kleiner ist, damit man die Details überhaupt noch erkennt. Aber die Prägetechnik der Royal Australian Mint ist hier wirklich bestechend. Hier oben haben wir einen Nennwert von 100 Australian Dollar und nochmal die Feinheit von 999,9 oder entsprechend im Prozent ausgedrückt 99,99% AU, was dem lateinischen Begriff Aurum entspricht, in dem Fall Gold. Ich hoffe, Sie haben an der Münze genau wie ich jetzt Gefallen gefunden. Und wie gesagt, wir haben noch wenige Stücke im Shop. Für diejenigen, die hier zuschlagen möchten, den Link finden Sie unter dem Produktvideo. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Video wieder einschalten. Bis bald. Ja, ich hoffe, Sie haben genauso eine Freude wie ich an dieser wunderschönen Münze. In meinem Depot darf sie auf keinen Fall fehlen. Ich habe eine der 750 Stücke ergattert und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere unserer Zuschauer ebenfalls eine Freude an der Münze finden konnte. Lassen Sie uns doch gerne einen Daumen hoch für das Video hier. Abonnieren Sie auch den YouTube-Kanal und ansonsten schreiben Sie doch mal hier unten in die Kommentarfelder Ihre Meinung. Ich würde mich freuen, wenn Sie eine telefonische Beratung wünschen, dann wählen Sie einfach die Nummer, die hier eingeblendet ist. Sie erreichen mich dort, unser gesamtes Team, mein Vater Jürgen Kettner. Also bis zum nächsten Video. Machen Sie es gut. Wiedersehen.